Das ist Nala. Sie hilft Menschen, besser zu kommunizieren. Heute arbeitet Nala zusammen mit ihrer Hundeführerin Daniela Neumann mit 4 Grundschülern. Spielerisch sollen Florian, Johannes, Lea und Corbinian ihre persönlichen Stärken und Schwächen kennenlernen. Die 4 müssen klare Befehle geben, damit Nala durch den Parcours findet. Gar nicht so einfach. Ja, doch, der. Ja, jetzt. Zeige mit der Hand wirklich, wo sie genau. Mit der Hand ihr zeigen, wo ihr Weg ist. Jawohl. Sitz. Ja, manchmal erschrickt sie mir ein bisschen, wenn sie bellt, aber sonst finde ich es eigentlich ganz nett. Mir gefällt es sehr gut. Und dass die immer das macht, also fast immer das macht, was du ihr sagst. Ja. Weil man muss schon auch nachdenken und sich konzentrieren. Was hast du hier schon Schönes gelernt? Wie man mit dem Hund umgeht, dass man leise sein muss. Und dass man leise, also langsame Bewegungen machen muss. Das sogenannte Kompetenztraining mit Hund fördert das Selbstbewusstsein. Die Kinder lernen nicht nur Nala richtig zu führen, sondern auch Verantwortung zu übernehmen und sich in das Tier einzufühlen. Meistens sprechen junge Menschen sehr gut auf Hunde an und öffnen quasi ihr Herz und ihr Potenzial, das sie sonst verstecken würden, und zeigen oft Dinge, die sonst total verborgen werden, und entwickeln Fähigkeiten und wachsen über sich hinaus. Und das finde ich das Schöne, einfach zusammen mit dem Hund. Nala, komm. Sitz. Nala steckt mitten in der Ausbildung zum Therapiebegleithund. Als ein Mischling aus Australian Shepherd, einem weißen Schäferhund und einem Terrier ist Nala besonders gut für die pädagogische Arbeit mit Kindern geeignet. Das Besondere gerade an diesem weißen Schäferhund und Australian Shepherd ist, dass sie Hütehunde sind, die sehr auf Augenkontakt gezüchtet sind. Und das ist das Besondere auch an Nala, dass sie sehr aufmerksam ist, immer wieder den Blickkontakt mit mir sucht und ich dadurch auch oft unbemerkt, also für Außenstehende unbemerkt, immer ein Signal geben kann, dass sie in eine Situation interveniert oder sich zurücknimmt oder solche Dinge macht, die in meinem pädagogischen Sinn sind. Das Training läuft über mehrere Wochen. Im Anschluss wird Daniela Neumann dann mit den Lehrern der Kinder Rücksprache halten, ob sich durch das Training auch etwas im Alltag von Johannes, Corbinian, Lea und Florian geändert hat. Bis dahin freut sich Nala aber auf weitere Spieleinheiten.